Jabba dabba du, meine lieben Freunde. Ihr wisst, es ist mal wieder Zeit für ein wenig Inkompetenz, wenn ihr mein Kanalsymbol mal wieder in eurer Abo-Box seht. Viel Spaß mit dem Video. Da ich mal wieder ein bisschen zu unintelligent war, beziehungsweise meine Stream-Software einfach zu geistig behindert ist, vernünftig aufzunehmen, musste ich das jetzt anderweitig tun. Und zwar mit dem Windows-Aufnahmecenter. Nur hat mir leider keiner gesagt, dass ich da mein Mikro nicht anschließen kann. Ja, und das ist der Grund, weshalb man mich in dem Video nicht hört, aber trotzdem alles andere. Der Sound ist dieses Mal nicht 2 Sekunden hinter dem Regulär-Sound hinterher. Das funktioniert wieder komischerweise. Aber meinen Sound hört man halt nicht. Ist vielleicht ganz gut für euch, aber jetzt hört ihr meine inkompetente Stimme natürlich übers Mikrofon. Ja. Und ich werde jetzt das Ganze hier so kommentieren. Da ich nichts weiter zu tun hatte, machte ich mich auf die Jagd nach Essen. Da traf ich auf dieses weniger kooperative Skelett und diese höchst PvP-interessante Witch. Äußerst kräftig. Dann hörte ich den Paarungsruf eines Bullen und wusste natürlich sofort, wo er war. Nachdem ich mir das Stückchen Fleisch gesnackt habe und ich noch ein Schaf ergattert habe, und ich durch den ganzen Müll in meinem Inventar leider nichts mehr aufsammeln konnte und ich eine halbe Stunde überlegen musste, was ich rauswerfen kann, wurde ich auch noch von einem Skelett attackiert, was ich der Meinung war, dass es ja besser wäre, einen umherstehenden Typen einfach abzuschießen, der gerade damit beschäftigt ist, 2 Schafskeulen in sein Inventar einzusortieren. Daraufhin warf ich das Leder weg, was vielleicht nicht die beste Idee der Welt war, weil wir Leder noch für Bücher gebraucht hätten. Naja, egal. Danach habe ich mir dann noch den Creeper gegönnt und bin zurück zum Haus gelatscht. Minecraft-Musik setzte ein und ich war unfassbar entspannt. Dann mal wieder meine 2 autistischen Sekunden, wie ich die Tür nicht aufkriege. Und dann habe ich mir ein bisschen Stein aus dem Ofen gesnackt. Dann, um endlich mal die ganzen Crap loszuwerden, habe ich alles in die Kiste einsortiert und bin wieder rausgegangen, um an der Promenade, die ich baue, weiterzuarbeiten. Dann bin ich wieder rausmarschiert und habe mich an die Arbeit gemacht, mit dem Stack Stein in der Hand und bereit, ein bisschen Steine abzubauen. Ich korrigiere, aufzubauen. Ist ja auch völlig egal. Dann habe ich dieses Skelett gesehen und habe mich kurz auf einen kleinen Kampf eingelassen, der natürlich extrem einseitig verlief. Aber ist ja egal, ich habe gewonnen. Dann bin ich zurück zum Eingang geswommen und wieder aus dem Wasser raus. Dann habe ich mal wieder die Tür ohne Probleme aufbekommen und bin schlafen gegangen, damit es mal wieder Tag wird. Julian? Daraufhin meinte Sebastian irgendetwas zu mir, was ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Was? Nee. Meine 2 Sekunden mit der Tür. Dann mal wieder an der Kiste und an die Öfen. Ich weiß nicht, was ich da gerade mache. Ah, ich gönne mir ein bisschen 2 Stückchen Fleisch. Frisch gestärkt mache ich mich wieder an die Arbeit mit der Timelapse. Und mir fällt auf, dass die Sounds von vorgespultem Minecraft, die Zombie-Sounds, einfach ziemlich merkwürdig sind. Dann nehme ich noch kurz Maß von der Fläche, um genau zu wissen, wie viele Steine ich brauche, rechne das Ganze im Kopf aus und gehe wieder zurück. Dann fällt mir auf, dass wir keine Steine mehr haben und muss welche in der Mine abackern und ich mache die Kinder in Afrika. Mal wieder das Ganze in Timelapse, damit es nicht zu langweilig wird, ist ja auch so schon langweilig genug. Dann gehe ich wieder hoch. Gehe komischerweise irgendwie an die Werkbank, ich weiß nicht warum. Und dann sagt Sebastian, ich soll mir das Ganze mal angucken. Ich sag, es sieht unfassbar geil aus, was es auch tut. Wow, ich kann es nicht sehen mit dem Shader. Ich kann es nicht sehen mit dem Shader, weil er zu arm ist. Und ja. Es sah schon nice aus, muss ich sagen. Es ist schon geil. Aber mir fällt auf, dass ich da rechts gerade vergessen hab. Ja, wir brauchen die neue Version. Vergessen hab, einen Block runterzusetzen. Sebastian hat gesagt, wir brauchen die neue Version, weil ich gesagt hatte, es wäre noch geiler, wenn wir da Fische sehen würde. Ey, das ist mein Fleisch. Kommunistische Art will er natürlich nicht sein Fleisch mit mir teilen. Was hätte ich anders erwartet? Oh, 2 Fleisch. Was ein geiler Puffer. Worauf machen wir die Decke? Da ich auf diese Frage keine Antwort habe, gehe ich einfach wieder zurück und baue weiter an meiner Promenade. Mhm. Ich weiß auch nicht, was für einen Zweck die hat. Ich fand, das sah einfach nur cool aus. Und da ich keine Spitzhacke mehr habe, kann ich die überstehenden Blöcke auch nicht abbauen, was mir ziemlich zum Verhängnis wird, da ich 2-mal verkacke. Dann wieder keine Blöcke gab, wieder unten in die Mine rein, Kinder in Afrika machen.
und das Ganze wieder in Timelapse ein bisschen abbauen. Nach gefühlt 10 Minuten ist das Ganze dann wieder langsam dem Ende. Ich habe genug Steine. Guck, welchen Shader ich habe, weil jemand wissen wollte, welchen Shader ich habe. Geh wieder hoch zu Sebastian und mach das Ganze wieder im Ofen. Warum? Oder auch nicht, ich gehe an den Öfen vorbei. Einfach weil ich ein inkompetentes Stück Scheiße bin. Merke auf dem halben Weg, dass ich die Steine gar nicht mit habe. Oder auf dem ganzen Weg. Ich merk's gar nicht. Ich merk's doch. Geh wieder zurück. Nachdem ich mir die Steine geholt habe, gehe ich wieder zurück. Baue den ganzen Kram wieder auf. Mit ein paar Steinchen. Nachdem ich das Ganze dann gefinisht habe, gehe ich zurück zum Haus, um mir neue Steine zu holen. Darauf werde ich von einem Skelett beschossen und lasse mich mal wieder auf einen Kampf ein, der natürlich wieder einseitig verläuft. Daraufhin sehe ich, dass meine Hungerbalken schwenken und höre einen kleinen Hasen in der Nähe. Allerdings überlege ich es mir doch noch anders und töte stattdessen lieber das Skelett. Dann habe ich nur noch 3 Hungerbalken und dann muss der Hase doch herhalten. Tut mir leid. Daraufhin baue ich noch die letzten Steine, die ich habe, in den Boden ein und marschiere zurück zum Haus. Stein. Daraufhin öffne ich erstaunlich oft die Truhen, weil ich nach irgendwas suche. Auf jeden Fall 20 Mal hintereinander. Ja, aber wo sollen wir denn noch welche hinmachen? Und nochmal. Weiß ich nicht. Dann gehe ich wieder raus. Na, hier oben gibt's ein Problem, musst du mal verbessern. Da mir die einzige Option scheint, das Problem zu lösen, die Steine sind, die so viel kosten, gehe ich mal wieder in die Mine, um mir ein bisschen Steine zu holen. Das Ganze wieder ein Timelapse. Nach gefühlten 10 Jahren gehe ich wieder hoch, weil ich nur ein paar Steine gefarmt habe, insgesamt ein Stack und ein paar abgehackte. Dann stellt mir Rompipalle ein paar Fragen warum? Zu meiner Promenade, die ich ihm gerne beantworte. Ja, was soll das denn sein? Es ist eine Promenade. Wofür? Ja, keine Ahnung. Wir haben nur ein Haus. Ja, nicht mein Problem. Wir haben nur ein Haus. So, daraufhin wollte ich hier einen kleinen Eingang für das Nether-Portal bauen. So ein Portal-Ding halt. Daraufhin klopfe ich hier ein paar Steine raus. Und gehe wieder zurück zum Haus. Nein. Dann kommt uns aber ein anderes Projekt in den Weg. Und zwar wollen wir eine unterirdische Farm bauen. Und weil ich darauf extrem viel Bock hatte, habe ich gleich mal mitgeholfen und habe das Nether-Portal lieber schleifen lassen. So, das Ganze seht ihr wieder in Timelapse, damit es nicht zu langweilig wird. Die ganze Zeit hin und her gelaufen, Sachen aus dem Ofen nehmen, Sachen bauen. Noch einen Ofen machen, einen Ofen platzieren, Sachen aus der Kiste nehmen, Sachen in den Ofen packen, wieder runter. Hier und hier. Darauf entleert Sebastian seinen ganzen Müll bei mir, den ich dann wieder hochbringe. Nur noch 3 Hungerbalken. Daraufhin latschen wir unten wieder die ganze Zeit hin und her, bauen Sachen ab, bauen Sachen auf. Die Wände werden verkleidet mit den normalen Steinen, also mit den freshen Steinen. Der Boden wird aus Holzbelag, an den Seiten machen wir so Wasserläufe, weil das einfach cool aussieht. Dann oben die Decke wird auch aus diesen Steinen. Und das Ganze ist extrem teuer an diesen Steinen und deshalb... Dummelek, hast du das Fleisch gegessen? Hast du mal das Fleisch gegessen? Dann hatte ich nur noch 2 Hungerbalken und ich musste mal wieder auf die Suche nach Essen gehen. Dann erblicke ich ein Schaf. Ich habe wieder welche getötet, also. Und sneake mich ihm an. 2 gekonnt. Ich habe meine Spitzhacke geht gleich kaputt und meine Schaufel auch. Und daraufhin wollte ich gucken, ob ich mit dem Befehl Summon ein Schaf spawnen konnte. Weggehen. Allerdings funktioniert das Ganze nicht. Vorher besser überlegen können, wie man das bauen will, aber. Daraufhin kritisiert Sebastian meine Baukünste. Guck mal hier, das auch. Es geht nicht anders als so. Du hast es aufgesammelt. Guck mal, bei dieser Stamm, das sieht auch nicht nice aus, aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Ihr habt ihn gehört. So, darauf werden erstmal nochmal ein paar Lammkeulen snacken. Irgendwie über irgendwas reden, dann die Decke abbauen, die Decke wieder aufbauen. Unten den Boden abbauen, damit wir dort diesen Weg weiterbauen können aus Holz. Dann eine halbe Stunde hin und her laufen, ohne irgendwas wirklich zu machen, rumstehen. Wieder hochlaufen, Steine aus dem Ofen nehmen, dann nochmal die Wände abklopfen. Daraufhin weist mich dann Sebastian auf den Fakt hin, dass es sein könnte, dass wir auf unseren Minenschacht, den wir nach unten gegraben haben, treffen, wenn wir weiter die Farm gerade ausbauen. Naja, um wieder zu der Farm zu kommen. Also, wenn wir geradeaus weitergehen, werden wir den Höhlenschacht verfehlen. Also wir werden nicht auf unseren Weg nach unten treffen.
Aber es ist nicht mehr sehr weit weg davon. Wenn wir jetzt mehr als zwei, wenn wir drei Byte machen und dann noch 10 Blöcke nach vorne gehen, werden wir drauf treffen. Wobei man das ändern könnte. Nee, stimmt gar nicht, wir werden nicht drauf treffen. Wobei doch. Kompliziert. Wenn du noch 3, 4 Blöcke weiter gehst, nach auf der rechten Seite und dann einen nach rechts baust, dann wirst du einen Block des Höhenschachts abbauen. Warte, jetzt unter dir. Unter dir und dann, nein, einen vor. Einen vor. Wenn du jetzt runter baust, dann fällst du fast in den Höhenschacht. Und dann jetzt noch einen rechts. Rechts. Da der nächste Part halt einfach noch 10 Minuten geht, werde ich das Ganze, glaube ich, einfach weglassen oder jetzt in Timelapse auf 2 Sekunden aufsplitten, weil das macht echt keinen Bock, das anzugucken. Da machen wir dann sowieso nicht mehr viel und so. Hey. Hallo. Und ja, deshalb guckt euch das jetzt in mal 10 Geschwindigkeit an oder mal 5 Geschwindigkeit und so. Und dann, ja. Hey, was brauchst du denn für einen komischen Weg? Ich bin raus. Ciao, ciao und bis bald. Like das Video, abonniert, wenn euch das gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas mehr mögt, wenn ich das so kommentiere oder wenn ich das direkt spiele. Also, da wir jetzt schon 3 Folgen oder so vorproduziert haben, ist es so, dass ich die Folgen dann erstmal hochladen werde. Und ich glaube, die nächsten 2 sind auch mit meiner Stimme. Also, die sind vernünftig. Und ja. Dann sage ich auch schon, ciao, ciao und bis bald. Teilt das Video Warte. mit euren Freunden, sofern ihr welche habt. Und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao und bis bald. Also.